Ich bin Anne Frank, geboren am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main, Deutschland. Meine Familie war jüdisch und wir fühlten uns in Deutschland immer mehr bedroht. Deshalb entschieden sich meine Eltern, meine ältere Schwester Margot und mich im Jahr 1933 nach Amsterdam in den Niederlanden zu bringen. In Amsterdam lebten wir zuerst in einer Wohnung, aber später zogen wir in ein Hinterhaus an der Prinsengracht 263, das Geschäft meines Vaters. Es war ein großes Haus mit vielen Zimmern, aber wir mussten uns mit einer anderen Familie verstecken, um der Verfolgung durch die Nazis zu entgehen. Wir nannten diesen Ort das Hinterhaus und es wurde unser Zuhause für fast 2 Jahre. Während dieser Zeit führte ich Tagebuch, um meine Gedanken und Gefühle festzuhalten.